So, guten Morgen, hier ist mein Video jetzt heute, denn der Trainer steht fest. Das heißt, es ist einer, der so also schon jetzt auf Schalke noch gewesen ist. Nämlich Büskens wird bis zum Saisonende übernehmen. Ja, und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so richtig, was ich bisher von dieser Entscheidung halten soll. Ob das wirklich was bringt, ich weiß es nicht. Da müssen wir ehrlich gesagt abwarten. Und vielleicht schafft das ja, die Wende zu schaffen, dass wir vielleicht den Aufstieg noch schaffen. Ja, und wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Und da müssen wir auch ehrlich gucken. Ich denke, das ist auf jeden Fall erst einmal vielleicht die richtige Entscheidung und dass man dann im Sommer weiter sieht, weil Büskens, so wie ich jetzt gehört habe, soll wirklich auch nur bis zum Sommer machen und dann soll ein neuer Trainer auf Schalke kommen. Da bin ich auch ehrlich gesagt mal gespannt, wer das ist. Jogi Löw wäre auch derzeit frei, aber das wäre schon Hammer, also Jogi Löw. Ich könnte es mir natürlich gut vorstellen, aber realistisch ist das eher weniger. Und ja, wie gesagt, Büskens übernimmt. Das war's von mir. Euch jetzt noch eine schöne Woche. Macht's gut, mein nächstes Video. Wir spielen übrigens erst, ich hatte ja gesagt, dass wir am Samstag spielen. Wir spielen ja erst am Sonntag gegen Ingolstadt. Deswegen wird es mein nächstes Video erst nächste Woche Montag geben. Mach's gut. Ciao.